So, Lava ist weg. Gut. So, des Weiteren haben wir hier ein Heben- und Senken-Tool. Mit diesem Heben- und Senken-Tool hebt man die Landschaft. Jetzt will das weg. Hallo. So. Mit diesem Heben- und Senken-Tool hebt man die Landschaft ein bisschen an oder senkt sie mit Rechtsklick wieder ab, wie man sieht. Ne? Und ja, das ist eigentlich auch das, was es eigentlich im Großen und Ganzen tut. So, dann haben wir hier so ein Plattmacher-Tool, das planiert sämtliche Bereiche von hoch bis tief. Je nachdem, wo man ansetzt, und macht diese Bereiche auch gerade. Ein sehr sinnvolles Tool, was man in unterschiedlichen Größen machen kann. So lassen sich zum Beispiel einige Plateaus und sowas grundsätzlich neu formen und hinsetzen. Und ja, das ist eigentlich das, was das Tool macht. So, dann haben wir hier ein Smooth Tool, also ein Tool, was das die Umgebung so ein bisschen weicher macht. Und das Ganze sieht dann so aus. Das heißt, ist ein bisschen besser gemacht. Man kann hier auch die Intensität etwas erhöhen. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Wenn man das hier noch ein bisschen kleiner machen will, so wie hier, dann geht das ein bisschen gezielter und besser, finde ich meistens. Und ja. Ja, so hat man dann hier so einen etwas leichteren Abgang und muss nicht gleich von der Kante springen, wenn man ins Wasser will. Gut, dann gehen wir mal hier mal wieder zurück. So, und hier haben wir ein Bergtool. Damit können wir Berge erstellen in unterschiedlichen Höhen. Man kann auch sagen, hier machen wir so und so und wieder so und wieder so. Das gucken wir uns jetzt mal von der Seite an. So. Sieht ein bisschen doof aus, ich weiß, aber auch relativ interessant, wie ich finde. Ja, mir fällt gerade ein. Wenn man zum Beispiel einen Vulkan bauen will und dann hier so eine kleine Plateaus machen will, da könnte man hier in diesen Plateaus könnte man kleinere Becken machen und dann kann man daraus so eine Art heiße Quellen machen und sowas. Ich glaube, das macht sich ganz gut. Das werden wir mal ausprobieren, ob das geht. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Und das ist eine interessante Idee. Bin jetzt so noch nicht drauf gekommen. Wenn wir das Ganze absmoven, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus, sage ich mal. Manchmal kann man aber auch so eine harten Kanten gebrauchen für Zwecke, die ich jetzt zum Beispiel genannt habe. Ja, und so würde das jetzt zum Beispiel aussehen, wenn das ein bisschen abgesmoothed ist. Ist ein bisschen, das sieht aus wie ein Nippel. Wie so ein weiblicher Nippel. Ja. Schön ist bei diesem Tool jedoch anzumerken, dass man, wenn man Berge erstellt, dass diese ganzen Biome, sag ich mal, diese ganzen Materialien, die da noch mit drin sind in so einem Berg, gleich mit dargestellt wird. Ist ein kleiner Pluspunkt in dem Fall. Ist aber für unsere Zwecke nicht wirklich gut geeignet. Und deswegen nehmen wir da was ganz anderes für. Man kann zum Beispiel, geht das mit dem auch? Nicht allzu gut. Geht das mit dem? Nee. Könnte es auch sagen, ja. Ach, wir sind, na toll. Ich wundere mich, warum geht denn das nicht? Ja, man kann auch einen eckigen Berg erstellen. So kann man auch wunderbar etwas größere Pyramiden erstellen. Ich weiß nicht, ob ich das mit einfügen soll. Das kann man auch noch nachträglich machen. So. Wenn man sich das von der Seite anschaut, dann sieht das in etwa
so aus. Gut, ist jetzt ein bisschen hässlich, aber im Großen und Ganzen. Machen wir das mal im Vordergrund. So, und dann haben wir hier Smooth. Den Spaß gönne ich mir jetzt mal. Machen wir hier einmal so ein bisschen smoothig. Ja, dann wirkt das gleich viel entspannter. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dieser runde Smooth-Zeugs hier, das gefällt mir ehrlich gesagt besser. Das gestaltet das so ein bisschen weicher, ein bisschen abgeflachter. Ja. Gut. Kann man machen, muss man jetzt aber auch nicht. So, wir gehen jetzt wieder alles auf zurück, alles auf Anfang. Und jetzt machen wir einfach mal dieses Symbol, dieses Werkzeug. Damit stellt man den Spawnpunkt fest, wo man den Spawnpunkt haben will. Und da spawnen dann alle Spieler. Den kann man auch noch separat für einzelne Personen feststellen, ist aber hier in dem Rahmen auf der Map nicht wichtig. Das macht man lieber in-game und das ist auch präzise. Gut, dann haben wir hier, was war denn das nochmal? Du geh mal weg. Was war denn das? Genau. Mit dem Tool kann man Wasser entfernen oder wieder hinsetzen. Ne? Also entweder hinsetzen, entfernen oder hinsetzen, das ist Sponge. Dasselbe geht auch mit Lava. Ist also auch kein Problem. Und dann haben wir hier globale Einstellungen. Ja, was die so genau machen, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so direkt. Void. Da habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht mit befasst. Das finden wir irgendwann später wieder raus. Wer es weiß, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, das hier oben dürfte relativ klar sein. Performance, wenn man das jetzt hier zum Beispiel als Sand macht, dann gehen wir mal auf OK. Dann hat man hier Sand. Ja. So. Ist in unserem Fall aber nicht unbedingt notwendig. Deswegen lassen wir das auch gleich ganz. Gut, weil wir haben ja schon eingestellt, was wir brauchen, und den Rest basteln wir uns. So, und dann gehen wir mal weiter zu den Brushen, zu den Brushes, also die Pinsel, die wir da verwenden. Die Pinsel sind unterschiedlich stark und das hier, was ihr hier seht, sind auch die Standardpinsel. Dann haben wir hier auf der anderen Seite auch noch Custom Brushes. Das sind entweder selbst erstellte Brushes oder gedownloadete. Ich habe jetzt in dem Fall schon ein paar mir besorgt, die ich so einigermaßen sinnvoll finde. Und es gibt natürlich viel, viel mehr noch. Wobei ich mich allerdings frage, wie man die Dinger selber erstellen kann. Wir werden einige davon vielleicht auch noch gebrauchen. Also diesen hier auf jeden Fall. Weil wenn wir den einfach mal machen, ich mache mal hier das Heben- und Senken-Tool. Denn es scheint hier... das war da nicht. Der hier. Nein. Einen Moment, den finde ich noch. Ah, hier. Da erscheint hier ein vorgefertigter Vulkan. Da gehen wir jetzt einfach mal dichter ran, damit wir das Ganze auch mal begutachten können. Ein vorgefertigter Vulkan, das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Was damit schön zu machen ist, dann kann man den, wenn man jetzt hier einmal dichter geht, das in der Mitte wieder emporholen. Und da kann man eine wunderschöne Caldera daraus formen und das werden wir auch tun. Man kann das auch in verschiedenen Richtungen setzen, zum Beispiel ein bisschen schräge oder diagonal. Ja, dann sieht das auch von der Form her ein bisschen abwechslungsreicher aus. Man könnte das auch sagen, man macht das jetzt so in der Mitte einfach mal so. Dann hat man wieder eine andere Form.
Ne? Und so vielseitig ist das auf jeden Fall gemacht worden und das werden wir auch, soweit es eben geht, auch ausnutzen. So viel zu den Brushes. So, dann gibt es hier Layers. Layers heißt so viel wie man überdeckt irgendwas mit irgendwas oder man untergräbt was. Also man legt halt so eine gewisse Art von, wie sagt man das? Ich zeige es euch am besten hier. Zum Beispiel Frost. Ne? Da legt man hier eine gewisse Art von. Mensch, wie, ich komme nicht auf den Ausdruck. Also hier hat man dann halt eine Fläche, die man dann dahin legt und dann ist das da so. Ne? So, man könnte jetzt aber auch sagen, man legt jetzt hier ein paar Höhlensysteme an. Das geht natürlich auch. Oder man zieht sich hier ein Höhlensystem. Ne? Also da baut man sich quasi so einen Tunnel in unterschiedlichen Größen. Das werden wir auch noch machen. Nur halt im Moment gerade nicht. So, dann gibt es die Möglichkeit auf dem Wald. Ne? Man setzt sich hier einen Wald hin, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was das hier für ein Wald ist, aber da kommen wir später noch zu. Wir nehmen uns nämlich gebaute Bäume und weniger die von Minecraft. Dann gibt es hier Pinienwälder. Dann gibt es hier Sumpfwälder. Dann gibt es Jungle. Jungle-Wälder. Dann kann man hier das große Nix erzeugen. Jetzt weiß ich auch, wofür das gut ist. Dann Ressourcen kann man hier verstecken. Wie stark die sind, das kann man hier über die Brushes festlegen. Ne? Man kann die übrigens auch einzeln verteilen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, da und da will ich einen Diamant haben, dann kannst du das auch einzeln verteilen. Dann, was ist das hier? Achso. Damit kann man verhindern, dass hier jetzt irgendwas drüber geht. Machen das mal ein bisschen rückgängig. So, sagen wir mal, du willst jetzt hier einen Bereich haben, den du jetzt nicht bebaut haben willst. Dann gehst du zum Beispiel mit Frost hier rüber. Das sieht dann zwar so aus, aber wenn man das dann auf Minecraft überträgt die Karte, dann ist hier in diesem Bereich, wo diese grünen Striche sind, ist denn da nichts vorhanden von dem Bemalten. Ist eigentlich ganz sinnvoll, wenn man schon Gebäude hat auf der Karte. Für uns jetzt erstmal eher weniger wichtig und interessant. So, das hier weiß ich auch nicht, dieses Read Only. Das sagt mir jetzt nichts, wofür das gut ist. Markt, Chance, keine Ahnung, ich kann kein Englisch. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wofür das gut ist. Wäre mir mit geholfen. So, dann kann man hier Biome festlegen. Wie ihr unten seht, hat sich hier eine Liste geöffnet von den Biomen. Da haben wir zum Beispiel dieses Plains, das ist gleich von Anfang an da. Das brauchen wir jetzt nicht festlegen. Das ist normales Grasland. Dann haben wir Forest Biom. Da machen wir mal ein bisschen intensiver, damit man das auch sieht. Das sind aber nur Biome, das sind Sachen, wenn man die generiert, dann sieht man die nicht. Ne? Das ist einfach nur, damit es die Eigenschaften der Landschaft übernimmt. Dafür sind Biome da. Ne? Man kann hier unterschiedliche Biome machen, leider nicht alle. Sumpfland zum Beispiel, man kann hier, was ist das? Mushroom Island, also Pilzland. Was haben wir hier? Misa. Sieht dann so aus. Also hier dieses Canyon-Biom. Dann gibt es hier Schneebiome und so weiter. Das ist so viel, was man machen kann und ihr werdet euch wundern, wie detailreich man das machen kann. Das ist unfassbar. Also ich habe da Tutorials gesehen, dann träumt der Führer von. Auf Deutsch gesagt, ne? So, Nether können wir hier einbringen. Da wurde ich übrigens mal gebeten, das mal zu testen, ob sich da auch
die Welt quasi verändert. Wenn man jetzt hier zum Beispiel über die Grenze rüber geht und ja, dass sich nachher auch quasi alles verändert. Das werden wir testen. Dann mache ich gleich mal zwei Biome. Das war doch jetzt. Das war End hier. Da haben wir das End hier. Das werden wir natürlich testen. Da werde ich auch mal eben den. Huch. Da werde ich auch mal den Spawnpunkt hinsetzen. So, Biome nochmal. Ach so, ja, hier. Der Haken hier vorne, der ist dafür da, dass man die auch sieht, selbst wenn man jetzt auf eine andere Kategorie geht. Deswegen, ich habe mich gerade gewundert. Man kann zum Beispiel sagen, wenn man jetzt hier Solo drückt. Ich habe keine Ahnung, wofür Solo gut ist.